Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute mit drei neuen bzw. geheimen Orten in Fortnite Season 4. Der erste Ort, ihr seht es hier, ist eine riesige Villa, die seit der Season 4 neu am Start ist. Ein bisschen, ja, südöstlich von Lonely würde ich einfach mal behaupten. Direkt am Wasser, ihr seht es auch oben rechts auf der Minimap und... ich überlege gerade, warum da der Damage stand, aber das liegt einfach daran, dass wir das gerade im Replay-Mode angucken. Ich bin hier auf jeden Fall gelandet, ist ein mega nicer Spot so eigentlich, wenn man sich das Ganze mal anguckt. Denn, wenn man hier landet, hat man meistens so drei Kisten, schätze ich mal, am Start. Dazu unzählige Räume in dieser Villa. Also es ist eigentlich vor allem für Solo ein exzellenter Spot zum Landen. Man kann hier echt immer sehr, sehr gut runtergehen und kriegt dann eigentlich... meistens genügend Loot zusammen, sodass man danach direkt auf die Jagd gehen kann. Das ist bei den anderen beiden Spots ebenso. Das heißt, wenn ihr da landen solltet, sollte das jeweils so groß aufgebaut sein, dass ihr danach eigentlich schon ganz gut equipped seid, sodass ihr danach in die Fights reingehen könnt. Ein Spot, da wird relativ häufig gelandet. Hier zum Beispiel, das ist für mich der Spot, wo am wenigsten Leute landen. Ihr seht es hier, dass da jetzt zwei Leute mitgegangen sind, aber... ja, normalerweise bist du da auch manchmal alleine. Hier habe ich gerade euch mal gezeigt. Auf der einen Seite ist die Treppe noch zu. Das ist so ein geheimer Schacht, sage ich mal. Auf der anderen Seite ist das Ganze schon aufgefahren, in dem der Schrank so zurückfährt. Und unten findet ihr dann auch noch eine Kiste. Ihr könntet theoretisch auch direkt übers Meer hier landen. Das heißt, ihr kommt dann direkt da ran. Die Frage ist nur, will ich am Anfang direkt eine Fernkampfwaffe oder will ich lieber im Haus eine Nahkampfwaffe? Und in den Kisten sind nun mal größtenteils... Fernkampfwaffen drin, deswegen lande ich meistens eher oben, da ich da mehrere Räume habe und die Wahrscheinlichkeit auf eine Nahkampfwaffe ein wenig höher ist, als wenn ich hier unten lande und dann nur drei oder vier verschiedene Spots habe, wo Waffen auf dem Boden liegen können, wie eine Pump. Und deswegen gehe ich meistens lieber oben hin, einfach aufgrund der Wahrscheinlichkeit, dass da eher eine Fernkampfwaffe sein könnte. So, jetzt kommen wir rüber zum Spot Nummer 2 und zwar ist das in Salty Springs ein Haus und zwar das blaue, was sich direkt an der Stadtkante befindet. Wenn ihr da reingeht, solltet ihr noch nach unten laufen können. Hier landen aber manchmal sowas von massig viele und es gibt relativ wenige Waffen direkt oben. Das heißt, meistens werden oben schon alle getötet und nur einer schafft es den Weg nach ganz unten, denn wenn ihr unter der Treppe euch das Ganze mal aufbaut, dann geht das Ganze hier noch ein wenig weiter nach unten und ihr findet unten eine kleine Superheldenbasis, habe ich schon oft in anderen Videos gehört, so genannt. Und das Ganze habt ihr auch schon im Spot davor gesehen, bei der Villa in Lonely. Dann hier unten immer sehr, sehr gefährlich, weil ich jetzt schon zweimal da unten war. Und das Ganze komplett mit Sprengstoff vollgehauen worden ist. Das heißt, irgendjemand hatte direkt am Anfang schon Glück, hatte einen Granatwerfer und dachte sich, jo, hau ich die einfach mal alle unten rein. Und das waren nicht nur drei Kugeln, sondern auch schon ein wenig mehr mal am Start. Und ja, deswegen ist das ein Spot. Ich würde ihn jetzt nicht unbedingt direkt zum Landen nehmen, denn Salty ist relativ mittig und ich finde eher immer die Spots, die ein bisschen weiter außen liegen, ein wenig besser. Wie zum Beispiel jetzt auch Spot Nummer 3 und zwar sollte das jedem schon aufgefallen sein, denn das sieht man groß auf der Karte oben auf dem Berg vor Snobby Shores. Wenn man in Snobby Shores drin steht, der Berg, der etwas weiter links gehalten ist, ist eine riesige Base aufgebaut worden und zwar ist die echt mega groß. Ich bin ja jetzt das erste Mal drin, was ihr hier seht. Ich war davor noch nie drin, das heißt, falls ich da irgendwas vergessen habe zum Looten, dann tut es mir auf jeden Fall leid, denn es war wirklich das erste Mal, dass ich da irgendwie gelandet bin und ich war wirklich ein wenig erstaunt, denn ich hatte mir das auch noch nirgendwo anders angeguckt, aber es war doch ein wenig größer als geplant, denn ich habe eigentlich gedacht, hier ist die Rakete und dann ist da unter ein Raum. Das war's, vielleicht hat man da Glück, dass man da ein bisschen was findet, aber das Ganze war dann doch ein wenig größer als gedacht. Ich bin hier runtergelaufen und habe dann schon gesehen, es gibt hier sogar unzählige Türen, nachher habe ich glaube ich sogar noch ein Schlafzimmer gefunden, also damit habe ich echt nicht gerechnet, aber sollte man hier gelandet sein, sollte man wie gesagt auch immer 3 bis 4 Kisten, würde ich sogar sagen, kriegen, wenn nicht sogar noch mehr, vielleicht auch sogar eventuell immer 5 Kisten. Und da ist man dann wirklich Weltklasse equipped. Dazu hat man direkt eine High Position auf dem Berg. Hat einen guten Blick auf Snobby. Das heißt, da sollte man einen Snipe oder so kriegen. Wäre man da auch ganz gut bedient. Hier in das Schlafzimmer, von dem ich eben erzählt habe. Ich habe leider nur eine halbautomatische. Da feiere ich dann
noch ein wenig mehr sogar die Hunting Rifle. Das ist für mich sowieso eine Waffe, die ich sehr, sehr nice finde. Hier wollte ich einfach mal gucken, was sich dahinter so verbirgt. Aber da bin ich einfach wieder zurückgekommen. Aber das war Spot Nummer 3, den ich ehrlich gesagt, wie gesagt, auch echt gut finde. Also das ist für mich sogar einer meiner Favorite Spots, so von diesen drei Spots, die ich vorgestellt habe. Der erste und der zweite ist für mich jetzt eher der passende Spot und der in der Mitte in Salty. Da ist einfach die Wahrscheinlichkeit zu groß, dass man am Anfang, wenn man direkt auf dem Haus landet, keine Waffe kriegt und dann direkt stirbt. Das ist hier ein wenig anders, denn meistens gibt es auch verschiedene Eingänge. Das heißt, solltet ihr nicht den direkten Eingang finden, könnt ihr auch noch woanders rein. Aber ihr könnt euch das Ganze ja selber mal angucken. Testet das Ganze gerne aus, schreibt mir gerne in die Kommentare, was von diesen drei Spots euer bester Spot ist. Und wenn euch das Ganze gefällt, lasst natürlich auch liebend gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich mega freuen, wenn wir wieder die 30 Likes auf dem Video knacken würden. Und dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.